Und wieder zurück in Mass Effect 3. Damit heiße ich euch herzlich willkommen und wir rennen direkt, oder wir gehen mit dem Lift, also wir reisen zur Shuttlebucht, denn da gibt es noch eine Waffenkammer und da ist noch James, mit dem wir sprechen sollten. Da wurde ich nämlich drauf hingewiesen. Herr Esteban, dafür, dass Ihr Shuttle so unauffällig ist, wird es aber oft beschossen. Naja, die Tarnsysteme des UT-47A funktionieren nur für Wärme und hochfrequente Emissionen. Das heißt, dass uns zwar kaum ein Sensor registriert, wir aber sofort auffliegen, sobald mal jemand nach oben schaut. Zeit für ein Upgrade. Die meisten Scanner und Ortungssysteme operieren bei mittleren Frequenzen. Zugegeben, wir wurden beschossen, aber runtergeholt hat uns noch keiner. Noch nicht? Zu unserem Glück sind Sie wirklich fast so ein guter Pilot, wie Sie glauben. Ja, sicher. Das auch. James, mit dir will ich sprechen. Shepard, sind Sie beim Fahrstuhl falsch abgebogen? Wie bitte? Ich dachte nicht, dass Sie wissen, wo ich bin. Oder dass es Sie interessiert. Jetzt bin ich hier. Gibt's einen Grund, warum Sie hier sind? Ich wollte nur Hallo sagen. Dachte, ich komme eine Runde quatschen. Toll! Ich wüsste nicht, was es zu reden gäbe. Meine Dienstakte kennen Sie bereits. Nein, als wir uns kennenlernten, hatte ich keinen Zugriff auf Personalakten. Richtig. Hatte ich vergessen. Und? Ob Sie wohl gleichzeitig tanzen und reden können? Ich bin dabei. Ich werde es schon hinkriegen. Abwarten. Ich werde mich zurückhalten, nur für den Fall. Übertreiben Sie es nicht, Vega. Im Alter kommt Weisheit und Rang. Sie klingen wie mein alter Vorgesetzter. Ach ja? Und wer war das? Captain Tony. Er war ein knallharter Mistkerl, aber ein guter Anführer. War? Ist gefallen, mit dem Großteil meines Trupps, beim Schutz einer zivilen Kolonie während eines Kollektorenangriffs. Und die Kolonie? Entweder Sie oder unsere Infos über die Kollektoren, mit denen wir sie hätten vernichten können. Ich habe die Infos genommen. Schwere Entscheidung, aber sie war richtig. Glauben Sie? Ich hätte das Gleiche getan. Das ist ja das Witzige. Sie haben genauso gehandelt. Sie haben die Kollektoren ausgeschaltet. Wir haben unsere Infos nie gebraucht. Das wussten Sie nicht. Sie trifft keine Schuld, Vega. Wer sagt, dass ich mir die Schuld gebe? War geraten. Auch noch Seelenklempner? Nein, aber die Aktion auf dem Mars war Leichtsinn. Glück, dass Sie noch leben. Und? Und? Ist Ihnen dann egal, ob Sie leben oder sterben? Oder vielleicht... bin ich einfach nur bereit, alles... Vielleicht sind Sie das. Aber wenn Sie nur halb so gut sind, wie ich glaube, brauchen wir Sie lebend. Danke für die Motivation. Jederzeit. Tja, aber beim nächsten Mal mehr Schläge und weniger Gequatsche. Commander. Kann ich nochmal mit dir sprechen? Hey, sind Kroganer und Turianer noch Freunde? Im Moment. Es muss ja auch nur bis zum Ende des Krieges halten. Ist so. Untersuchen. Cortez, Spitzname. Warum benutzen Sie ständig Spitznamen? Ich kann mir so die Leute besser merken. Manche passen einfach nicht zu ihrem Namen. Also gebe ich ihnen einen neuen. Ach ja, okay. Ja gut, bis später. Wir reden später weiter. Natürlich.
Ich kann nämlich hier noch was verändern. Und zwar waffentechnisch, Waffen-Upgrades. Ist es hier? Javelin. Ich weiß gar nicht mehr, welche Scharfschützengewehr ich die ganze Zeit genommen habe. Es war nämlich, glaube ich, nicht die Javelin. Die hier war es, wenn ich mich richtig entsinne. Ich werde noch warten mit Verbesserungen. Ah, hier haben wir es. Die Viper. Die habe ich genommen. Die Javelin war aber, glaube ich, auch ganz gut. Der Schaden war einfach viel zu tief. Und die Waffe ist ein bisschen zu schwer. Ja, die Viper ist gut. Ich werde sie aber noch upgraden. Viper, wo bist du? Das hier ist sie. Viper. Nein, warte, jetzt bin ich doch verunsichert. Viper. Ja, die Mantis ist die mit viel Schaden. Und die Viper ist die nicht wahnsinnig viel Schaden. Aber dafür eine anständige Schussrate. Mantis und Viper. Also, verbessern wir die mal. Jetzt muss ich wieder runter scrollen. Hier kann ich sie direkt nochmal verbessern. Stufe 3, noch mehr Schaden, noch mehr Munitionskapazität. Das ist natürlich geil. Vipers. Nimmt mich gerade wunder, wie weit ich die hoch verbessern kann. Ich denke, Stufe 5 ist das Maximum. Also römisch 5. Jawohl. So wie ich es gedacht habe. Gut, vielleicht verbessere ich da dann irgendwann noch was anderes. Cortez. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Na, stehen Sie bequem, Soldat. Sehr erfreut, Lieutenant. Was gibt's zu melden? Tut mir leid, dass ich Sie so überfalle, aber ich habe mit meinen Aufgaben alle Hände voll zu tun. Es ist immer so. Sie sollten sich entspannen, Esteban. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos. Aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer, also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachtraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M-44 Hammer. Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Okay, Bodenfahrzeug. Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Er kam zur Nachrüstung ins Tech-Labor. Für die Mobilität bei einem so kleinen E-Zero-Kern wurde bei der Panzerung gespart. Das wollten die Techniker im Labor verbessern. Nach der Reaper-Invasion ist das Labor bestimmt nur noch ein Haufen Schutt. Okay. Dienstakte. Wie lange sind Sie schon bei der Allianz? Etwa 10 Jahre. In der ersten Flotte auf der SSV Hawking, ich habe hauptsächlich F-61 Tridents geflogen. Ich liebe die Trident. Sie tanzt praktisch. Ich habe an meinem Vogel immer sehr viel rumgebastelt und dabei auch einen Ruf erworben. Sie fliegen und reparieren also Jäger. Ja, und ich habe auch ein Talent für Beschaffung. Allerdings hielt man es dann doch für sinnvoller, dass ich ein Flugdeck kommandiere. Vor 5 Monaten wurde ich auf die Normandy versetzt, um die Modifikationen des Frachtraums zu überwachen. Das ist gut. Weitermachen. Weitermachen, aber nicht umbringen lassen. Ja, Commander. Also, ich will doch mal ganz kurz reingucken, obwohl es hieß teurer und ich mag das in der Regel nicht. Spectre-Ausrüstung. Ah, ich könnte hier das Zeugs direkt kaufen. Also das hat er ja gesagt, aber ich meinte damit eigentlich... Was ist das denn? Ah, eine turianische Waffe. Mhm. Da
Das sieht ziemlich nice aus, das Ding. Schilde 30, Munitionskapazität 15, Nahkampfschaden. Ich brauche in der Regel keinen Nahkampfschaden. Kraftschaden, Schilde. Medigel-Kapazität haben wir hier. Oh, dieser Helm ist auch schrecklich. Da ich die Waffe jetzt theoretisch verbessert habe. Schilde. Munitionskapazität? Nein. Ich will mal das von den Bloodpacks. Ah, das ist das Falsche. 30, 30, 30. Ich kann doch hier noch... Es stört mich eigentlich ein bisschen. Panzerungssets. Inferno-Anzug. Der sieht so hässlich aus. Die Kollektorenpanzerung. Schilde, Generation, Gesundheit. Nein. Ich kaufe mir das Bloodpack-Teil. Ich glaube, das war hier drin. Ja. Ist ein bisschen teurer, aber wir haben Kraftschaden, schnellere Aufladung und Schilde. Und es sieht ziemlich nice aus. Wenn es so aussieht wie auf dem Bild, ist es gekauft. Ist es angezogen. Gekauft habe ich es ja schon. Ja, wir wandeln mal damit ein bisschen rum. Speichern und zurück. Ich bin gespannt. Wir testen sie direkt in der nächsten Mission. Dafür müssen wir hier hin. Und jetzt mal schauen, wo es uns in dieser Folge hin verschlägt. Was wir töten. Und was wir niederschießen. Oder sollte ich vielleicht noch ganz kurz zu den Kroganern verlassen. Ich will mal ganz kurz zu den Kroganern. Massenportal ist da oben. Denn vielleicht kann ich Grunt rekrutieren. Ich hätte sehr gerne wieder einen richtig schönen, starken Kroganer in meinem Team. Kurz gucken. Kroganische DMZ. Ja, wir machen das so. Also gut. Treibstoffdepot. Tuchanka. Kurban. Tuchanka. Kann ich auf Tuchanka landen? Nein. Sehr schade. Die Citadel will noch was. Ich brauche noch ein geheimes Artefakt. Und hier haben wir auch noch irgendetwas. Wir machen das geheime Artefakt mal. Jetzt wird es wieder laut. Geheimes Artefakt finden, Tessia. Wir landen mal. Commander, Tessia liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle. Es geht los. Okay. Das ist ein Asari-Planet. Die von der Citadel hat uns hier hingeschickt. Um dieses Artefakt zu bergen, das wir vermutlich brauchen. Also wir haben eine Biotikerin dabei. Das heißt, ich nehme Garrus mit. Wegen der Überlastung. Denn die brauche ich unbedingt, um Schilde down zu bekommen. Und die Reaper haben zwischendurch ja mal Schilde. Vor allem diese Moradeure. Ich glaube, Moradeure heißen sie. Ich habe hier eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe noch ein paar Punkte. Wir machen die Schockwelle mal komplett durch. Ihre Schockwelle hebt Ziele kurzzeitig in die Luft oder im Aufladezeit. Aufladezeit ist besser. Garrus, Annäherungsmine, die setzt du ja meistens von alleine ein. Wir machen mehr Schaden. Und Liara, die Warp-Munition.
Wir machen das. Let's go. Ich hoffe, wir finden das Artefakt. Und gehen dabei nicht drauf gegen die Reaper. Wird schon schief gehen mit dem neuen Anzug. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athane. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Klingt, als wären wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Lieras Mutter. Elysian, nahm sie mit zu diesem Tempel? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt? Vielleicht steckt ihr doch mehr dahinter. Wie meinen Sie das? Ich habe ihre alten Akten durchgesehen. Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Ich erinnere mich an ihre Mutter. Sie hat gekämpft, um sich von der Indoktrination zu befreien. Und jetzt kommt all das zurück. Was ist, wenn Tessia dasselbe Schicksal blüht? Wir retten sie. Nicht mehr lange. Wir finden den Katalysator und retten Tessia. Wird schon schief gehen. Hey, anschnallen! Das dürfte turbulent werden. Auf geht's. Wirklich passiert. Meine Heimat. Sieht übel aus, aber wir können hier oben nicht bleiben. So ungedeckt. Naja. Dann runter. Wir sind ja schon unten. Also, sieht wirklich nicht gut aus hier. Ich komme gleich. Commander, wir haben gehört. Shit. Die Barriere wurde durchbrochen. Commander, wir reden später. Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen. Also gut. Ich hoffe, ich werde nicht weggesprungen. Oh. Noch einer. Oh, die Lebenspunkte gehen runter von dem. Das kriegen wir schon hin. Ja. Von wo kommen die eigentlich die ganze Zeit? Was? Überlebst du einfach. Na, die kommen von der Seite hoch. Wir sollten hier ein paar mehr Leute positionieren, die auch ein bisschen rumballern. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Das hier ist wichtig, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Wie lauten Ihre Befehle? Was genau hat man Ihnen über mich erzählt? Nur Ihre Namen. Die Missionsdaten waren geheim. Das heißt also, wir sterben ohne den Grund dafür zu kennen. Ich fühle mit Ihnen. Ich kenne das, aber Sie müssen der Befehlskette vertrauen. Wir wissen nicht, ob es diese Kette überhaupt noch gibt. Warum machen wir das hier? Ich suche ein Artefakt. Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Das ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger, Start bereit machen! Sofort!
Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Der Tigel kann es. Wir haben eine Superwaffe der Proteaner. Damit gewinnen wir den Krieg. Proteaner? Woher wissen Sie, dass es damit geht? Es ist für uns alle die einzige Chance. Hier, Lieutenant Kurin. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Das werde ich, und zwar in der nächsten Folge. Bis dann.